existenziell menschlich zu beschreiben. Das heißt, ich beschreibe, wie ein gesunder menschlichen Bewusstsein sich in allem, was ihn umgibt, findet, orientiert und stabil bleibt. Wenn ich so zum Beispiel jetzt diese Arbeit, der dahinter steht, oder egal, ja, oder egal, jetzt Schwarze, jetzt wenn Sie so eine Arbeit betrachten, von Seite, wo Linien chaotisch wirken, das ist eine so komplexe Komposition, nennen wir das, dass wenn wir uns jetzt Aufgabe vornehmen, ich möchte das im Gedächtnis halten, das gelingt nicht. Das ist so kompliziert, so komplex, dass man das im Gedächtnis nicht halten kann. Und jetzt, Zauber ist dabei drin, wenn ich mich bewege, und das heißt, ich inszeniere Bewegung im Geist, ich inszeniere meine Konfrontation mit allem, was mich umgibt, dann einfach stelle ich fest, aus einer Position, aus diesem Unbegreifbaren, etwas, was ich nicht im Gedächtnis halten kann, wird auf einmal eine klare, einfache Struktur. Das heißt, das ist vorhanden drin. Und ich inszeniere sozusagen Grundsteine oder Grundelemente von diesem Vorgang, der im Geiste geschieht. Natürlich im gesunden Geist. Jemand, der Psychose hat, hat diese Fähigkeit verloren. Ein gesunder Geist, jetzt sind dort sind Fachleute, vielleicht habe ich das auch schon gesagt. Gesunder Geist filtert aus alles, was ihm umgibt, immer wieder einzelne Strähnen von Strukturen. Und das ist mein Trainer.